Eines scheint wohl klar, der Ukraine-Krieg verläuft nicht so, wie Putin sich das vorgestellt hat. Das sollte wohl ein ziemlich schneller Erfolg werden, weil praktisch die ukrainische Bevölkerung gar kein Interesse an einem Widerstand habe. So hat man sich in Moskau wohl gedacht, aber es kam ganz anders. Jetzt hatte Putin ein riesiges Problem und das ist die Zeit. Die Zeit läuft ihm davon, denn je länger diese ganze angeblich militärische Sonderoperation dauert, umso weniger ist zu kaschieren, dass die Verluste in Russland groß sind, umso größer wird auch der ökonomische Schaden für die russische Wirtschaft. Dazu kommt, dass die Böden in der Ukraine jetzt aufweichen, was einen Vormarsch, was eine militärische Operation, eine Invasion nicht gerade einfacher macht. Dazu kommen immer mehr Waffen jetzt aus dem Westen in die Ukraine. Und mit dieser weitgehend überlegenen Waffentechnik kann eben noch dieser Krieg sogar gewonnen werden für die Ukraine, gerade wenn man sieht eben, dass die Ukrainer eine deutlich höhere Motivation scheinbar haben auch als die Russen. Und das ist ja durchaus auch erklärlich, es geht ja um ihr eigenes Land. Jedenfalls, was bedeutet das, wenn Putin diesen Krieg verliert, Stück für Stück verliert? Das macht ihn aus meiner Sicht dann noch gefährlicher und das ist jetzt eine der schwierigen Situationen, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Was würde das bedeuten, wenn jetzt sozusagen Putin in die Enge gedrängt ist, dennoch aber kein Putsch in Russland selbst passierte? Dann sind wir in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Schauen wir uns die Dinge mal eins nach dem anderen an. Hier sehen wir weitere Erfolgsberichte der ukrainischen Armee. Man muss all diese Dinge immer mit einer gewissen Vorsicht sich zu Gemüte führen. Ganz klar, Krieg und Propaganda gehören zusammen. Aber eins ist doch offenkundig. Die Geländegewinne der Russen sind nicht gerade besonders toll. Man ist weit entfernt, irgendwie Kiew einzunehmen. Noch vor einigen Wochen hieß es also, am Wochenende fällt Kiew, gar kein Thema. Alles ist anders gekommen, wohl weil eben die Voraussetzung der russischen Führung so war, wir marschieren da schnell ein, die ergeben sich, dann haben wir praktisch so eine Situation wie bei der Krim, dann machen wir eine Volksabstimmung und dann sind die entweder gleich zu Russland gehörig oder eben ein Satellitenstaat. All das ist nicht so gekommen, all das ist schwieriger, man hat Probleme beim Nachschub, all diese Dinge, die nicht funktionieren. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert? Wird sich Putin auf Minimalziele zurückziehen können oder wird das nicht gelingen? Mariupol ist wohl komplett zerstört, mehr oder weniger, stärker als Grozny in Tschetschenien, so gibt es Berichte. Aber wir sehen jedenfalls, dieser Krieg läuft nicht so richtig gut für Putin. Und jetzt kommt noch eine sehr wichtige kleine Meldung hinzu, die finde ich extrem bedeutsam ist. So hat Sinopec, das ist ein chinesischer Raffineriebetreiber, der größte Asiens, jetzt ein Investment mit russischem Gas gecancelt im Volumen von 500 Millionen Dollar. Das ist nicht gerade viel, aber hier kann man sich vorstellen, dass Sinopec das nicht macht, weil man das jetzt mal ebenso als Unternehmensführung so entschieden hat, sondern weil die Führung in Peking gesagt hat, Jungs, das ist uns zu heiß, wir fürchten Sanktionen, das ist uns jetzt ein bisschen zu schwierig dann. Und das würde bedeuten, dass die Chinesen langsam ahnen, dass es für Putin eng wird und dementsprechend jetzt sehen, okay, dann halten wir uns lieber an die Sanktionen der Amerikaner, denn dieses Geschäft ist für uns wichtiger. Der Putin ist jetzt sowieso in einer blöden Situation, wir können ihm kaum helfen. Also dann tun wir das, was wir tun müssen. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite hier die vielleicht Wiederholung der ganzen Krim-Geschichte, nämlich der Führer der Luganska Volksrepublik deutet jetzt an, dass es wohl ein Referendum geben wird in Lugansk und dann wahrscheinlich auch in Donetsk, ob man zu Russland gehören will in der nahen Zukunft. Und das Ergebnis ist ohnehin klar, das wird dann passieren. Die Bevölkerung ist weitgehend russophil, weitgehend spricht sie Russisch. Dementsprechend dürfte das relativ klar sein, dass man ähnlich wie damals bei der Krim sich dann Russland anschließen würde. Wie schaut jetzt die ukrainische Seite aus? Man ist offenkundig jetzt ab heute wieder in Gesprächen mit den Russen. Aber es ist so, dass Selenskyj nochmal klar gemacht hat, ich bestehe auf die Integrität und Souveränität des ukrainischen Territoriums. Wir werden zwar sprechen können in der Türkei, aber da gibt es keine Kompromisse und das bedeutet Krim sowieso, Donbass sowieso nicht weg von der Ukraine. Das würde man niemals akzeptieren, wenn Selenskyj bei dieser Position bleibt. Und wir sind bereit, über Neutralität zu sprechen.
Aber wir sind nicht bereit, mit den Russen eigentlich einen Deal zu machen, ohne dass die russischen Truppen zurückgezogen werden. Und das ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich, denn wenn die Russen ihre Truppen zurückziehen würden, dann wäre ihre Verhandlungsposition kaputt. Also das wird so alles nicht passieren. Dementsprechend die Aussichten auf einen Frieden relativ gering. Diese Aussicht auf einen Waffenstillstand war einer der Treiber dieser Rallye, die wir gesehen haben. Seit die Fed jetzt die Zinsen angehoben hat, haben wir eine der stärksten, oder haben wir die stärkste Rallye jemals gesehen, seit die Fed in Zinsanhebungszyklen war. 6,6% ging es da nach oben. Weder der Krieg noch Corona noch Inflation scheint hier ein Problem zu sein für die Märkte, aber wir haben jetzt eben diese Corona-Inflation auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite die Ukraine-Krieg-Inflation und das ist ein bisschen viel. Hier sehen wir mal, wie stark die Unterstützung der Notenbanken hier die Märkte aufgeblasen hat. Wir sind in der Everything-Bubble, hier sehen wir das Trendwachstum beim S&P 500, nämlich der exponentielle Wachstumstrend, und da sind wir ein bisschen deutlich drüber, natürlich nur möglich durch die massive Liquiditätsflutung, aber erstmal seit 40 Jahren hat die Fed jetzt klar gemacht und hat vor allem eine US-Administration, die von Biden klar gemacht, wir wollen unter allen Umständen die Inflation nach unten bringen, dementsprechend schießen die Erwartungen von Zinsanhebungen in die Höhe, die Fed hat das klar gemacht, die Banken in den USA haben das jetzt auch adaptiert und so ist die Frage, sehen wir Muster ähnlich wie in 2018, als die Fed zuletzt in diesem aggressiven Tightening-Cycles war, als sie also die Geldpolitik gestraft hat, oder sehen wir eine Analogie zu 2008, Finanzkrise? Wir werden sehen. Zunächst mal ist eben wichtig, und das kann man nicht oft genug betonen, die Fed hat klar gemacht, es geht uns um die Financial Conditions, die wollen wir straffen. Zu diesen Financial Conditions gehören eben auch teilweise, also gehören eben auch maßgeblich nicht nur der Immobilienmarkt, sondern eben auch der Aktienmarkt, der sehr, sehr hoch bewertet ist. Und wenn wir mal über den Immobilienmarkt sprechen, dann sehen wir oben den Hausmarktindex, sehen also praktisch die mit Immobilien relatierten Aktien in den USA. Hier sehen wir, da geht es nach unten, während unten der S&P 500 weiter nach oben geht. Eine massive Divergenz der Immobilienmarkt ist ein wichtiger Indikator. Gleichzeitig sehen wir, dass die Renditen jetzt steigen. Wir haben jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite bei 2,535%. Und wir sehen die Invertierung der Zinskurve hier bei der 2- und 10-Jährigen. Und das passiert das erste Mal seit dem Jahr 2006. Das erste Mal also seit der Finanzkrise. Und die Fed glaubt, dass sie sozusagen ein Soft Landing hinbekommt durch Straffung der Geldpolitik. Paul Volcker damals in den 70er Jahren hat diese massive Inflation bekämpft, indem er massiv die Zinsen nach oben genommen hat, die Geldmenge reduziert hat. Die US-Wirtschaft ist einer Rezession gefallen. Die Fed glaubt, das würde diesmal nicht der Fall sein, aber interessant ist, dass wir schon im Jahr 2006, 2007 sehen, wie die Zinskurve invertiert, was dann die kommende Rezession in den USA ankündigt, und dennoch sind die Märkte noch weiter gestiegen eine Zeit lang. Unten sehen wir hier den S&P 500, das ist wahrscheinlich so wie bei Kindern, denen sie sagen, so in 5 Minuten wird das Licht ausgemacht, dann ist Schluss mit Party. Umso heftiger sind dann die letzten 5 Minuten, da wird dann nochmal alles rausgeschüttelt sozusagen an Party, was drin ist. Dementsprechend könnte man sagen, ja, das ist so das letzte Zucken, das kann sich aber hinziehen. Wir sehen jetzt auch, dass die 5- und die 30-jährige Renditekurve das erste Mal seit dem Jahr 2006 invertiert ist. Also das ist jetzt schon ein sehr klares Rezessionszeichen. Wir sehen, dass der Hausmarkt nach unten driftet. Wir sehen, dass die Zinskurven invertieren. Und wir sehen, dass hier der Dollarindex, den Sie oben sehen, nach oben gegangen ist. Jetzt so eine zittrige Korrektur gemacht hat, eine Konsolidierung gemacht hat, die aber keine Dynamik wirklich nach unten hat. Und es riecht nach dem Ausbruch jetzt des Dollar. Und normalerweise haben wir eine inverse Korrelation zwischen S&P 500 und dem Dollar. Nicht immer, aber es ist ein Muster. Hier sehen wir das letzte Mal, als der Dollar nach oben gegangen ist, da ist der S&P nach unten und umgekehrt. Also da ist schon eine gewisse Parallele, eine spiegelbildliche Parallele durchaus erkennbar. Interessant auch Lumber zu Gold, also dieses Bauholz. Die Bauholzpreise fallen in den USA, weil eben der Hausmarkt schwächer wird, die Nachfrage wird schwächer, die Transaktionen nehmen ab. Nicht zwingend, dass die Preise fallen, aber
Die Verkäufe von Häusern nehmen ab, das Transaktionsvolumen nimmt ab und wir sehen hier, dass das Verhältnis Lambda zu Gold das erste Mal jetzt seit langer Zeit wieder, nämlich seit dem Corona-Crash, unter die Nullerlinie gefallen ist. Also das ist ein wichtiger Indikator, praktisch Konjunktur, Tätigkeit, Lambda, Bauholz zu Gold als sicherer Hafen. Das ist eine interessante Perspektive. Und wir sehen auf der anderen Seite interessanterweise, dass jetzt auch die Unternehmen im S&P 500, die eine negative EPS-Guidance geben, also Earnings per Share-Guidance, die also so eine Art Gewinnwarnung geben für die kommende Zeit, dass diese Zahl deutlich gestiegen ist und weiter nach oben geht. Und wir sehen jetzt aktuell Meldungen von Nikkei, der japanischen Nikkei, dass Apple wohl die iPhone-Produktion, AirPod-Produktion und deutlich senken wird. Man redet hier von 20%, weil es eben so ist, dass die Konsumenten jetzt nicht mehr das Geld so locker sitzen haben durch den massiven Anstieg der Energiepreise. Hier sagt ein Analyst, dieser Krieg hat vor allem in den europäischen Märkten die Konsumbereitschaft deutlich gedämpft. Es ist verständlich, dass die Konsumenten jetzt angesichts dieser massiv steigenden Preise für Heizung, für Energie, für Tanken, für Essen da irgendwo sparen müssen und dadurch die Nachfrage nach diesen iPhones sinkt. Man könnte also sagen, der Ukraine-Krieg erreicht jetzt mental auch langsam die Amerikaner. Deutschland hat er sowieso schon lange erreicht. Wir sehen frische Meldungen, IFO-Exporterwartungen brechen ein. Da sind wir jetzt von plus 17 Punkten im Februar auf minus 2,3% abgestürzt. Deutlicher Rückgang gab es nur zu Beginn der Corona-Krise im April. Also das ist schon sozusagen ein echter Gamechanger, den wir hier sehen. Und nach wie vor ist Corona ja nicht wirklich besiegt, denn wir sehen, dass Shanghai wieder im Lockdown ist. Pudong, der östliche Teil ist, von Shanghai, ist jetzt praktisch im Lockdown. Dazu gehört auch eben der Hafen, auch wenn jetzt gesagt wird, zunächst mal der Hafen läuft weiter. Aber eins ist hier wichtig, wie Hardu Brockmeier, unser Kollege, der in China lebt als deutscher Geschäftsmann, der sagt hier, die Bevölkerung stellt sich offenbar auf einen längeren Lockdown ein. Zusätzlich hat die chinesische Eisenbahn bekannt gegeben, dass Tickets mit Gültigkeit ab dem 8. April nicht mehr verkauft werden. Angeblich, um die Taktung besser zu gestalten, könnte auch auf einen landesweiten Lockdown hindeuten. Qingming, das Grabpflegefest, sowie Totensonntag hier in Deutschland, aber zwei Tage lang, das fällt jetzt schon mal aus, ist abgesagt worden. Das heißt, man kann in China keine Zugtickets mehr kaufen, die später als der 8. April sind, was wie gesagt darauf hindeutet. Und wer in China in einer autoritären Diktatur lebte, der muss ja immer zwischen den Zeilen lesen, was die Machthaber jetzt vorhaben. Und das sieht so aus, als würde da eben ein Lockdown kommen. Das wird diese ganzen Lieferketten, Materialmangel-Thematiken dann noch weiter verschärfen. Tesla hat jetzt übrigens auch seine Produktion in Shanghai erstmal ausgesetzt. Auf der anderen Seite sehen wir heute am chinesischen Markt, dass gerade die Immobilienentwickler massiv steigen. Die sind Limit up, nachdem China offenkundig weiter versucht, das Unmögliche aufzuhalten oder praktisch die Lawine aufzuhalten, hier mit der Pleite solcher Firmen wie Evergrande. Da haben Banken ja jetzt kürzlich Sicherheiten konfisziert, aber es geht nach oben bei den Immobilienentwicklern, weil man hofft, dass hier die Geldpolitik und vor allem die Regularik weitere Erleichterungen bringen wird. Und wir sehen auch in Asien, in Japan ist es so, dass die Bank of Japan ein Riesenthema hat. Hier betreibt man ja eine Art Yield Curve Control. Man hat angeboten, hier, nachdem die Renditen für japanische Anleihen auch sehr deutlich gestiegen sind, eigentlich an das Limit gekommen sind, was die japanische Notenbank im Rahmen dieser Zinskurvenkontrolle hier machen will. Da hat man dann gesagt, okay, wir kaufen unbegrenzt jetzt japanische Anleihen, aber es hat sich keiner gefunden, der das tun will. No bids for 10-year JGBs. Also das ist ein Schlag ins Gesicht der japanischen Notenbank, ähnlich wie das hier Will Smith jetzt getan hat bei Verleihung der Oscars. Sie haben es vielleicht davon gehört. Jetzt ist die japanische Notenbank natürlich in einer sehr, sehr unschönen Situation, wie die westlichen Notenbanken auch. Wenn du nichts tust, dann werden die Renditen durch die Decke schießen.
Wenn du dann eingreifst, was die Notenbank tut, dann schießt der Yen durch die Decke, aber nämlich nach unten. Genau das ist passiert. Wir haben Dollar-Yen jetzt gesehen, das erste Mal seit 2015, über 123 phasenweise gestiegen. Also Yen schwächt sich ab. Das bedeutet für Japan dann den Import von Inflation, weil man ja mit Yen immer mehr Yen aufwenden muss, um dann Dollarprodukte zu kaufen, und Rohstoffe etc. sind ja alle in Dollar fakturiert. Und dann haben wir eine großartige Notenbank ja hier auch in Europa, ähnlich großartig wie die japanische. Hier sagte Frau Lagarde in einem Interview am Wochenende, unsere geldpolitischen Entscheidungen, die sind komplett datenabhängig, jetzt mehr denn je. Ganz klar, kaum hast du Inflation von 6%, hast aber eigentlich als Auftrag Preisstabilität. Dann redest du von datenabhängig, also das ist wirklich ein Witz, der hier passiert. Das hat mit Datenabhängigkeit nichts zu tun, das hat mit fiskalischer Unterstützung zu tun, die die Notenbank geben soll, die politisiert ist, die keine unabhängige Notenbank ist, und dann solchen Bullshit redet, das ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Was im Reich der Anleihen los ist, sehen wir hier am besten mit den sogenannten Negative Yielding Bonds, also wie viel weltweit gesehen rentiert denn noch negativ an Anleihen, ob Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, und wir sehen, das fällt massiv. Wir waren noch im Jahr 2020 in Corona, Ende 2020 bei 18 Billionen, jetzt sind es weniger als 4 Billionen, etwa 3 Billionen, also von 18 auf 3 in relativ kurzer Zeit. Das zeigt so ein bisschen, was der Fall ist. Und hier sehen wir eine extrem interessante Grafik, meine Damen und Herren. Nämlich Globalisierung. Und wenn Sie sich mal anschauen, diesen ersten Einschnitt, dieser dunkelgraue Balken, das ist der Erste Weltkrieg. Wir waren im Jahr 1913-14, also unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hatten wir einen höheren Stand der Globalisierung als bis tief in die 60er Jahre hinein. Das heißt, dieser Krieg und diese Entglobalisierung, die hat faktisch 50 Jahre lang gedauert, etwa 50 bis 60 Jahre lang. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir wieder uns deglobalisieren, wo Lieferketten auseinanderbrechen, wo ganze Länder ausscheiden sozusagen aus diesem wirtschaftlichen Zusammenspiel, nämlich mit Russland. Dementsprechend ist das, glaube ich, historisch eine extrem wichtige Erkenntnis, dass es sehr, sehr lange dauert, wenn mal diese Globalisierung im Prinzip gebrochen ist, dass wir dann wieder einen Stand erreichen, der vor dem Bruch dieser Globalisierung erreicht ist. Das ist sehr, sehr langfristig, und vielleicht wird das Entscheidende in dieser Woche sein, wie Putin jetzt agieren wird. Denn am Mittwoch, so hat er es gesagt, müssen die russischen Gasfirmen ihre Verträge auf Rubel umgeschrieben haben, sodass dann der Westen eben dieses Gas in Rubel kaufen soll. Der Westen will das nicht. Wir werden sehen, was da rumkommt, was diese Geschichte dann bedeutet, nämlich wahrscheinlich, dass der Westen kein russisches Gas mehr kauft mit all den Implikationen, die das hätte. Was Sie hier wissen müssen, das ist in einem Artikel, den ich unter dem Video verlinke, der heißt Augen auf beim Gaspreis nächste Woche. Der Artikel ist Ende letzter Woche erschienen, meint also diese Woche. Worauf Sie jetzt achten sollten in dieser Frage, das steht in diesem Artikel. Jetzt wünsche ich erstmal guten Start in diese neue Woche und sage Servus und Ciao.